Niklas, 12 Jahre, behauptet: Ich kann schneller auf dem Bauche liegend über 20 Gymnastikbälle surfen als Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft. Niklas und Stefan surfen abwechselnd auf dem Bauch liegend über 20 Gymnastikbälle. Wenn sie dabei den Boden berühren, ist der Versuch ungültig. Jeder hat 3 Versuche, die schnellste Zeit gewinnt. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Und Niklas legt vor. Los, oder? Ja, wenn du möchtest. Auf los geht's. Los! Haraki. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Da reißt es ihn. Kurz vor Ende. Alter Schwede. Hast du noch was vorgenommen? Nö. Also schon ein bisschen. Ich möchte unter 10 sein. Gut, auf geht's. Ja, umso schneller man das macht, umso mehr Risiko geht man natürlich auch. Zwei. Und du kannst loslegen. Zeit läuft. Oh! Ah! Hast du das gesehen? Werd ich bekloppt oder was? Hast du das gesehen? Ja. Ist der verrückt oder was? So, aber wir wissen, Niklas hat ein Ziel. 10,2 Sekunden ist die schnellste Zeit. Du hast gesagt, unter 10. Niklas, toi, toi, toi. Ja, läuft richtig gut. Läuft richtig gut. Komm, 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 komm. Oh! Okay, Stefan. Kit? Ja. Oh, nein, dieser. Jetzt hat er zu viel riskiert. Aber. Trotzdem, du musst es alles riskieren. Ah, alles riskiert, alles versucht. Niklas, komm rüber. Gratuliere. Und wir gucken einmal auf die Zeiten. Niklas, 10,2 Sekunden. Deine schnellste Zeit war 19,5, aber wirklich unerheblich, weil war ein spektakulärer Durchgang. Die Bilder werden um die Welt gehen. Ja? Also, vielen Dank, Niklas. Herzlichen Glückwunsch, unser Sieger im Ballsurf-Duell. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.